Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Also hallo und herzlich willkommen zu unserem Retro-Stammtisch Nummer 98 hier beim Retro-Kompott. Hier kann ja jeder mitmachen und wir reden immer über jede Woche freitags, immer über Retro-Spiele und andere Themen, was wir gerade spielen und so weiter. Und heute mit dabei sind der Pagefall 2000 alias Ingo. Ja, hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich euch alle. Unser Amiga Master alias Marcel. Hallo, einen schönen guten Abend. Der Danny alias Sidkit. Schönen guten Abend, wie immer aus Bremen. Dann haben wir noch den Hass, also den anderen Marcel. Hallo, guten Abend. Dann haben wir den Robin vom Retro-Kompott. Hallo, guten Abend, wie immer aus Hamburg und nicht aus Bremen. Und dann haben wir den Bernhard alias Sky76. Hallo, wie immer aus Graz, Österreich. Schön. Und meine Wenigkeit, den Arne, also RSN8887 hier aus Oklahoma, USA. Und wie geht's euch allen? Was habt ihr so gespielt? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr auf dem Herzen? Lady N befreit. Errettet. War das die heiße Rothaarige oder die Brünette? Nee, bei mir waren sie immer nur blond. Ach, Mann, das ist German Edition, ne? Verzweifelt mit dem Katapult vor der Burg gestanden und sämtliche Turniere gewonnen. Ich habe mich ja auch so geschämt. Also ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ich das durchschaffen würde. Also das war damals jetzt wirklich kein sehr schweres Spiel. Also wir reden jetzt über Defender of the Crown. Ich glaube, das wird noch gar nicht erwähnt. Das war ja gestern Thema im Videostammtisch. Und ja, das ging irgendwie teilweise dann schon ein bisschen daneben. Also es war wirklich verdammt schwer und ja, wir haben es nicht hinbekommen. Ich glaube, Danny hat es dann durchgeschafft irgendwann mal. Die C64-Version, oder? Ja, ganz genau. Genau, und bei der Amiga-Version, der Marcel musste cheaten. Ja, aber da kann ich ja nichts für. Wir wollten doch fertig werden. Ja, aber es war schon ein schwerer Cheat. Also, das war nicht okay, fand ich. Moralisch hast du gestern verloren. Aber ich hatte die schönste Krone. Das stimmt. Also, du warst auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Ja, der Einzige, also die schönste gleichzeitig. Du meinst, der Einäugige ist der König unter den Blinden? Mhm. So ungefähr, genau. Also ich war etwas enttäuscht am Ende von der CD32-Version, aber dann habe ich mir Cyberpunk 2077 runtergeladen, mir war alles wieder egal. War die Grafik besser? Hammer. Also auf die Grafik auf dem CD32 war, fand ich besser als auf dem Amiga 500, aber die war einfach auch anders. Also das eine Schloss gab es irgendwie nur in der Nacht oder so und auf dem Amiga 500 gab es das eben am Tag. Also man muss, glaube ich, beide Spiele spielen, wenn man wirklich alle diese grandiosen James Sachs-Bilder sehen will. Aber wie gesagt, gleich nachdem wir da fertig waren, habe ich eben Cyberpunk gespielt und dann bin ich da drin versunken. Auf was für einem Gerät spielst du Cyberpunk, Arne? Ich spiele es jetzt sogar auch gerade hier über Remote Play, spiele ich es gerade auf meinem MacBook, der ist mit der PS4 Pro hier verbunden. Ah, okay. Also ich spiele es auf der PS4 Pro. Und übrigens ist es auch völliger Quatsch, diese ganzen Vergleiche online von Gamers Global und so, die vergleichen alle PC und PS4. Aber nicht PS4 Pro. Und ich meine, klar, auf der PS4 ist es wahrscheinlich total ruckelig und schlecht. Aber auf meiner PS4 Pro ist es super. Also es ist jetzt nicht 60 Frames, aber ich brauche auch keine 60 Frames bei diesem Spiel. Es ist halt gefühlt flüssig, so 30 Frames oder so. Und läuft super, also absolut unglaublich. Lens, Flares, Lichteffekte, alles genial. Voll die Atmosphäre. Wenn ich in dieser Stadt bin, ich denke, ich höre in meinem Geiste ständig dieses A new world, a new life. Life awaits in the off-world colonies, obwohl das gar nicht kommt, aber man einfach, weil das so ein Blade Runner ist, höre ich diesen Sample die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein, weil das genau passt alles. Ich habe dann auch im Auto so eine Radiosendung gefunden, wo so ein Stück lief, was sich voll angehört hat wie der Soundtrack zu Blade Runner. Also es hat genau diese Atmosphäre, ich find's toll. Ja, und ich habe mir wahrscheinlich jetzt die kontroverseste Version gekauft. Und zwar, ich spiel's auf Stadia. Oh Gott, da habe ich lustige Sachen gelesen, ja. Ja, aber das war eigentlich nur, es hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar, es gab ja ein Angebot, wo man einen kostenlosen Gaming-Controller und noch einen Chromecast Ultra bekommt.
Und ich wollte mir das eh nochmal kaufen, weil es gibt einige Spiele auf Stadia, die ich zu zweit spielen möchte. Und da brauchte ich einen zweiten Controller. Und der ist auch relativ teuer. Und das war jetzt halt eine Gelegenheit, günstig an das Set nochmal anzukommen. Und ja, ich werde mir aber wahrscheinlich jetzt das Cyberpunk nochmal für einen anderen Rechner oder für eine Konsole kaufen, weil ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Und zwar gibt es nämlich ein Problem bei mir mit dem Chromecast Ultra. Ich kriege da keinen Surround-Ton raus, also keinen Dolby Digital 5.1 Ton raus. Und zwar mein LG-Fernseher, der kann irgendwie das LPCM-Format nicht weitergeben. Und der speist dann nur Stereo in den AV-Receiver rein. Und wenn ich jetzt das Ganze direkt an den AV-Receiver anschließe, dann funktioniert LPCM, aber dann habe ich nur noch Full-HD-Auflösung und kein 4K mehr. Und deswegen muss ich mich halt momentan entscheiden zwischen 4K oder halt Dolby Digital. Und das ist halt irgendwo etwas nervend. Ich habe mir jetzt auch schon einige Splitter und Switches bestellt, um das Problem zu lösen, aber es geht einfach irgendwie nicht. Also ich krieg's nicht hin. Ich saß jetzt schon so viele Stunden dran und da habe ich jetzt irgendwie echt keinen Bock mehr. Und ich werde mir jetzt wahrscheinlich dann halt noch heute Abend irgendwie eine Version entweder für die Xbox oder für die PlayStation 5 bestellen. Sag mal, die Stadia hat keinen optischen oder keinen Tonausgang, ne? Die hat nur HDMI-Ausgang, wo halt beide Signale drauf liegen. Ja, und klar. Ich hatte halt im Netz eine Möglichkeit gelesen, dass man halt das Signal splitten sollte, also mit zwischen dem Bild. Genau. Und das Einspeisen in meinen AV-Receiver, das klappt nicht per HDMI. Ich verstehe es auch nicht. Wenn ich den Fernseher direkt verbinde, dann funktioniert ARC wunderbar. Aber ich vermute mal, dass dieser Splitter, den ich mir gekauft habe, dass der halt irgendwie das LPCM-Signal nicht richtig auslesen kann und nicht wieder halt in HDMI einspeisen kann. Also da ist irgendwas ganz merkwürdig. Also wahrscheinlich müsstest du dir einen HDMI 2.1 fähigen Surround Receiver holen, der das Signal dann. Das wäre eine Lösung, aber die wäre halt natürlich sehr, sehr teuer. Da habe ich keinen Bock. Nö. Oder einen neuen Fernseher, der halt LPCM unterstützt. Weil die aktuellen LG, da gibt es, glaube ich, ein Update, wo dann halt das LPCM oder eARC heißt das, eARC unterstützt wird. Naja, genau. Und bei der 8er, ich habe ja diesen LG C8, da ist halt das Problem, da wird im Netz gemunkelt, dass vielleicht irgendwann mal ein Update, ein Firmware-Update kommt. Ja, wo das unterstützt. Nichts mehr, das Ding ist 2 Jahre alt, das macht man auch nicht heutzutage nicht mehr. Ja, echt, also das ist halt echt ein uralter Fernseher. Gell? Aber du weißt doch, wie das heutzutage funktioniert. Und gerade bei Koreanern, die sind noch nicht wirklich keine Landsmänner, die dann sagen, ach, wir machen nach 2, 3 Jahren noch mal was. Das ist wie ja, das ist Asus. Das ist frustrierend. Nein, das erkaufen wir uns durch immer niedrigere Preise bei immer mehr Features. Das ist halt, da legt fast keiner Wert drauf. Jetzt haben sie bei Handys, stellen sie jetzt fest, dass es ein großes Problem ist bei Telefonen, dass die Leute ja tatsächlich nach 2 bis 2,5, 3 Jahren immer ein neues Telefon kaufen müssen, weil es ja keine Updates mehr gibt. Als will die EU da ja groß einsteigen und den Herstellern unterbinden, dass sie nach 2 Jahren aufhören mit Updates, dass das mindestens 3 oder 4 Jahre lang ist. Aber Google schneidet sich da auch etwas selber ins eigene Fleisch, weil den Dolby Digital Klang ist eigentlich ein Pro-Update. Also es gibt ja dieses Pro-Abo, wo man halt auch dann jeden Monat Spiele bekommt und man hat dann halt auch 4K-Auflösung und auch noch Surround-Sound, also Dolby Digital. Also ohne dieses Pro-Abo hat man das nicht. So, und dann ist natürlich, da stellt sich die Frage, warum soll ich mir dann das Pro-Abo kaufen, wenn das halt technisch irgendwie bei mir nicht funktioniert? Und das ist halt nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten im Netz der Fall, die das halt dann irgendwie in ihr Heimkinosystem einbringen wollen. Und gerade auch jetzt, ich kaufe mir jetzt nicht deswegen einen neuen AV-Receiver, weil ein AV-Receiver ist für mich in erster Linie eigentlich eine Schnittstelle zu meinen Lautsprechern, ja, wo ich einen tollen Klang haben möchte. Und ich möchte das eigentlich nicht als super teuren HDMI-Switch holen. Vor allem, du brauchst ja echt alle 2 Jahre theoretisch einen neuen AV-Receiver, weil wieder neue Standards kommen und die inkompatibel sind. Ich glaube sogar, wenn man jetzt sich einen HDMI 2.1 fähigen Receiver kauft, selbst dann würde ich nicht darauf wetten, dass dann wirklich alles mit einem 8K-Fernseher funktioniert, wenn man einen hätte. Ja, und das ist halt, das ist echt eine Sauerei eigentlich. Aber wer braucht denn bitte 8K? Ich habe gerade. Nee, es war jetzt nur mal, also es gibt ja einige Leute, die sagen sich, ja gut, jetzt kaufen sie das Neueste, weil der nächste Fernseher wird ein 8K-Fernseher und da muss dann halt alles funktionieren. Ja, aber Pustekuchen, das geht eigentlich gar nicht. Also selbst wenn du es jetzt machen würdest, dann
gibt es wahrscheinlich dann auch wieder ein anderes Problem, ein ganz triviales Problem, weil dann der Receiver irgendwie, was weiß ich, dann später kannst du vielleicht nur 2 8K-fähige Geräte gleichzeitig dran anschließen. Oder irgendwie sowas. Ja, und das ist halt alles irgendwie Mist. Ich verstehe auch nicht, wieso du das für Stadia kaufst. Es ist doch klar, dass das Schrott ist. Ja, weil ich wollte die Hardware haben. Wahrscheinlich wird dein Chromecast eh schmelzen, wenn du das zu lange spielst. Nee, voll Überhitzung. Nein, das ist egal. Die Leute sind doch die Chromecast geschmolzen, die Gehäuse. Ob ich jetzt Tetris spiele, ja, oder Cyberpunk, das ist für den Chromecast so ziemlich egal. Und ja, ich weiß nicht, wenn da mehr Daten ankommen, wenn da kompliziertere Bilder ankommen, muss er doch auch mehr rechnen, oder? Zum Dekodieren, oder nicht? Also es ist ja ein Stream. Es ist ja genauso wie halt, ja, wenn du jetzt irgendwie Netflix guckst. Also theoretisch, ja, wenn du halt irgendwie Wirres auf Netflix guckst, ja, wo viel Farben drin sind, dann hast du ja das Gleiche dann im Prinzip wie Cyberpunk. Ich glaube, das hat dann eine höhere Datenrate, als wenn da wenig Details sind, glaube ich. Dann muss er mehr machen, dann wird da, glaube ich, auch heißer, könnte ich mir denken. Je mehr sich bewegt, desto mehr Datenrate, ja. Aber auch abhängig ist natürlich, in welcher Auflösung du das streamst und der das wiedergeben muss. Das hat einen großen Unterschied für das Gerät. Ich glaube aber, das war übertrieben. Also mir ist der noch nie abgestürzt und der hängt ja auch nonstop am Fernseher. Die kannst du ja nicht ausschalten. Ja, das ist halt. Es gibt jetzt, glaube ich, auch einen neuen Chromecast Ultra, den kriege ich jetzt leider nicht, aber vielleicht könnte da mein Problem gelöst sein, weil ich finde ja an sich das mit Stadia immer noch ganz cool, vor allem es gibt da halt auch manchmal wirklich super billige Spiele, zum Beispiel war jetzt, ich habe mir auch ein weiteres Spiel gekauft, also das ist schon ein bisschen peinlich, ich habe jetzt die ganzen Konsolen, kaufen jetzt auf Stadia Spiele, und zwar dieses Golfspiel, dieses PGA 2021, für 10 Euro gab es das, und da habe ich mir gedacht, okay, weil so, gut, meine Tochter, die spielt ja da aktiv Golf und die spielt es halt auch gerne mal auf dem Computer und normalerweise auf dem PC oder auf der Xbox kostet das Spiel immer noch 40, 50 Euro. Das ist ja relativ neu und eben erst erschienen. Und die haben das da für 10 Euro verhökert und gerade diese Golfspiele, die nutzen halt immer viel Speicherplatz auf den Konsolen. Da habe ich echt keinen Bock, das die ganze Zeit immer da liegen zu lassen und da eignet sich so ein Streaming super, finde ich. Na gut. Übrigens haben wir auch hier in der Stadt die Ampeln, auch dieses Walk, Don't Walk, was die immer sagen, ist auch voll Blade Runner. Das ist so geil. Das ist so cool, echt. Ja. Also ich habe dann auch Bier getrunken im Spiel. Das erste, was ich gemacht habe, Flasche Bier gefunden, getrunken und tatsächlich das Bild fing an sich zu verzerren, so schwabbelig. Wie bei Red Dead Redemption 2. Schwammig zu werden, ja, genau. Und dann habe ich auch Fernsehen geguckt in meinem Apartment. Da habe ich dann erstmal so eine halbe Stunde Fernsehen geguckt, weil du kannst also den Fernseher anschalten und dann so nächster Kanal so zappen. Es war auch herrlich, also wirklich toll. Dann bin ich in ein Auto gefahren und so ein futuristisches Auto, habe mich da dann umgeschaut, war total begeistert von der ganzen Innenarmatur und so dieses Autos, weil das ist natürlich auch genial. Das ist ja nicht so blöd wie bei GTA, wo du irgendwelche alten Autos, die es gibt, spielst, sondern du spielst dir halt Fantasie-Zukunftsautos, die du fährst. Und dann bin ich sogar so eingeparkt richtig in so einer Parklücke. Total Laune gemacht. Wie fährst du? Dann bin ich geschwommen im Wasser. Ich bin einfach in den Fluss gesprungen, so rumgeschwommen. Das sah dann allerdings echt schlecht aus. Also das Wasser sieht wirklich ziemlich panne aus, verglichen mit GTA 5 oder was das letzte war. Also das könnte noch Verbesserung vertragen, vielleicht mit einem Patch oder so. Wie fährst du denn? Also die Außenansicht oder die Innenansicht? Innenansicht. Also da kann ich überhaupt nicht fahren, da sehe ich irgendwie gar nichts. Also ich finde es grandios alles. Es erinnert mich jetzt allerdings vom Stadtdesign so ein bisschen an das IME-Zentrum Hannover. So diese, es hat halt so diese, wie soll man sagen, Brutalismus-Betonbauten irgendwie so. Auch so ein bisschen Judge Dredd-mäßig alles. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche in der Stadt, die alle ganz anders gestaltet sind. Also da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich bin eben auch noch ganz am Anfang. Das andere, was mich sehr erfreut hat, war, man kann Türen aufbrechen und öffnen. Nicht alle, aber viele. Das nervt mich ja sonst auch immer so bei Spielen, wenn ich die Tür nicht aufmachen kann. Und man kann auch Klospülungen betätigen und alles so interagieren mit der ganzen Welt. Und was ist mir noch aufgefallen? Irgendwas anderes fand ich auch noch ganz toll, so im ersten Eindruck. Ach ja, das Inventory-System. Du hast halt einen richtigen Mausfeil, selbst auf der PS4. Es ist nicht so dumm, so verdummt wie bei Elder Scrolls, wo du da immer nur so riesige Listen hast mit Text, sondern hier ist es halt ein richtig cooles Inventory, wie früher bei dem alten Deus Ex und alten Rollenspielen, wo du so richtig die ganzen Waffen und so mit dem Mausfeil drüber fahren kannst, dann werden dir so Tooltips angezeigt, Details angezeigt, du kannst die alle anklicken und dich da so durchmanövrieren, wie eigentlich bei einem PC-Spiel. Es wurde also nicht für Konsole heruntergedummt irgendwie, wie die das bei Elder Scrolls immer gemacht haben.
Also die Stimmung, die ist echt klasse, das muss ich auch sagen. Wobei die Stadt erinnert mich auch ein bisschen an, ich hatte ja damals auch Watch Dogs 2 mal gespielt. Das geht ja halt auch so in die ähnliche Richtung. Also nicht ganz so bunt und nicht so schön. Aber vor allem, was ich halt auch toll finde am Anfang, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ich wurde da rumkutschiert in der Stadt mit dem Auto und dann auch mit so einem Lufttaxi. Und das war echt ziemlich cool. Also ich habe dauernd aus dem Fenster geschaut wie ein kleines Kind, habe überall geguckt und so. Ja. Das war echt toll, um so sich in die Welt halt einzubegeben, weil ich hatte auch keinen Bock zu fahren am Anfang. Und ich fand es erstmal cool, dass man halt nicht ganz so erschlagen wird, sondern erstmal dann so ein bisschen ganz langsam in die tolle Welt eingeführt wird. Fand ich auch super. Und du siehst ja die Welt zuerst in der Nacht da so kannst du so kurz hingucken durch die Fenster und so. Und dann irgendwann bist du halt dann in der Stadt frei am Tag und siehst halt alles in vollem Detail. Das ist auch ein Wow-Moment ohnegleichen. Ich habe hier wirklich gestern, eigentlich von Anfang an war schon meine Kinnlade am Boden, aber dann eben am Tag durch die Stadt zu rennen zum ersten Mal, so Wow-Moment, genau wie bei Fallout 3, als ich aus dem Vault gekrochen bin und diese Welt gesehen habe, genauso krass war das. Also ich war echt hin und weg. Jetzt gucke ich ja gerade in den Himmel, sehe hier irgendwelche Raumschiffe da so rumfliegen und fliegende Autos da. Es ist wirklich, also es ist einfach für Cyberspace, Cyberpunk-Fans ein Traum, ein wirklicher Traum. Ja, ich überlege auch noch, ob ich es mir kaufe oder ob ich mir einfach nur die YouTube-Videos angucke. Dann muss ich sie selber spielen. Und ich hatte schon wieder so ein, zwei Sequenzen gesehen, da dachte ich, hätte ich da Lust zu, das zu spielen und mir an einigen Stellen jetzt schon zu blutig. Naja, es geht, finde ich. Also, es ist schon ein bisschen derbe, so hat schon so ein bisschen was von Paul Verhoeven auch, aber. Es geht jetzt noch, also. Ich glaube, man kann sich auch so ein bisschen entscheiden, wie man es spielt. Ob man es sozusagen, als Psychopath spielt oder eben als relativ gesitteter Mensch, obwohl man natürlich in den Missionen dann manchmal, glaube ich, schon die Leute töten muss. Obwohl, gibt da auch immer so, ja, man kann sich halt auch entscheiden. Ne? Will man sich jetzt um die rumschleichen oder will man sie jetzt umbringen? Oder zum Beispiel, wenn man einen so packt von hinten, kann man sich halt natürlich entscheiden, ob man den jetzt nur betäubt oder eben dann so tötet. Und ich habe die dann halt einfach immer betäubt. Übrigens, mir ist auch was aufgefallen, als ich so völlig bekloppt durch diesen dreckigen Fluss da geschwommen bin, wurde dann mit einmal meine, wie heißt denn das, Agility oder wie das heißt, hochgelevelt. Also, weil ich durch das Schwimmen dann stärker wurde. Es ist, glaube ich, so gelöst. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es scheint mir so, als würde man sich sozusagen durch das Spielen aufleveln, in der Hinsicht, dass wenn du viel rennst, dann bekommst du eben Ausdauer dazu und so. Wenn du viel schießt, bekommst du eben Geschicklichkeit hinzu. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, ja, weil eigentlich ist das ein sehr organischer Weg, Erfahrung irgendwie umzusetzen. Anstatt jetzt halt, okay, ich möchte jetzt nicht wieder die Diskussion mit den Punkten anfangen, aber dass du halt auch im Prinzip, also du lebst in der Welt, ja, machst irgendwie Dinge und wirst dadurch besser. Das finde ich eigentlich ein sehr tolles Konzept. Ja, und gibt's schon seit Morrowind. Da wird das gerade ganz genauso gelöst. Hallihallo. Hallo. Schönen Abend. Hallo Sebastian. Kenne ich nicht, aber ich möchte die Diskussion jetzt auch nicht wieder starten. Aber ich finde es jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Konzept und das spricht mich auch durchaus an. Ja, das hat durchaus einige sehr gute Vorteile. Also, was. Hattet ihr das mitbekommen, dass in der Big Box-Gruppe bei Facebook die eine Collector's Edition für den Retro-Spiele-Club versteigern? Also da hat jemand eine CE bekommen von Cyberpunk für den PC und der sagt, er möchte halt nur das Geld haben, was er bezahlt hat. Ich glaube, 220 Euro hat die gekostet und alles, was drüber ist, kriegen wir als Spende. Habe ich auch schon gedacht, das ist eine geile Aktion, muss man den mal lassen. Wenn ihr in dieser Gruppe überhaupt seid, das weiß ich ja gar nicht. Wollte ich gerade anmerken, ich glaube, ich muss mal in der Gruppe beitreten. Ich kann dich, glaube ich, auch einladen. Welche Gruppe ist das? Die Gruppe heißt, Sekunde... Ingo, du bist doch eh nicht bei Facebook. Big Box, PC, so, Amiga, stimmt. ST, C64, Retro, Klassiker only. Da kaufen wir manchmal Spiele oder verkaufen sie auch manchmal. Und der Vorteil bei der Gruppe ist halt, dass sie meistens nicht so eBay-Wunschpreise aufrufen, sondern halt immer so 20-30% runter sind. Ich lade euch mal ein, wenn ihr mit mir verknüpft seid. Leider hat das nichts mit dem Retro-Spiele-Club zu tun oder mit Retro-Kompott. Warte mal. Also Danny habe ich schon mal eingeladen. Wer will noch? Mit dem ich bei Facebook verknüpft bin. Mit Ingo bin ich nicht verknüpft, aber der Ingo ist auch, ja. Ich mache Facebook auch nicht so gerne. Ich bin zwar drin, aber ich gucke irgendwie nie rein.
Ich habe dich mal verknüpft, wenn du willst, dann sonst löscht du es. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Facebook auf dem Telefon starte, wird gleich erstmal irgendwas im Hintergrund, wird die ganze CPU-Leistung erstmal weggezogen, irgendwie die ganze Batterie leer gesaugt. Genau. Mit irgendeinem Scheiß, was das immer macht, irgendwelche komischen Hintergrundprozesse, die da immer laufen. Er sortiert deine Festplatte. Es schafft es ja auch, selbst auf dem iPhone, auf einem modernen iPhone, echt lahm zu werden, ne? Weil es so viel Scheiße macht im Hintergrund, irgendwie alle deine Daten sammelt, alles. Und vor allem bei Facebook ist ja auch das nie gleich. Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür, weil ich gehe rein, sehe irgendwas, dann scroll ich runter und wieder hoch, dann ist es weg. Weil das entscheidet sich ja ständig neu, was es dir jetzt zeigt. Du kriegst ja nie die gleiche Sicht zweimal irgendwie. Genau, das macht mich wahnsinnig. Genau deswegen benutze ich einen inoffiziellen Open-Source-Third-Party-Client auf meinem Android-Phone für die Fälle, wo ich mal bei Facebook gucke. Weil mit dem offiziellen Client, das könnte ich ja gar nicht. So riesen. Das ist ein riesengroßes Monster mit mehreren. Das ist Malware 100, eigentlich, ja. Ja, es ist mehrere hundert Megabyte groß, macht irgendwelche. Was soll das? Das ist absoluter Bloat, ja. Ja, das ist absolut ein Monster, das ist echt heftig. Ja, Facebook ist auch in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Diese ganzen neuen Mechanismen, um dir deine Blase schöner zu saufen, sage ich jetzt mal freundlich, werden ja immer bombastischer. Das neue Design finde ich absolut scheußlich. Da verliert man ja noch mehr das, was eigentlich wichtig ist, nämlich der mittlere Bereich ist das, was wichtig ist, das Drumherum. Kann man sich ja drum streiten. Und wie gesagt, diese Blase ist lächerlich. Also wenn wir immer das Gefühl haben mit Retro-Comport, wenn wir da irgendwas posten, wenn dann sagt dir Facebook halt, ja, mit einem Beitrag von 5 Euro könntest du dafür sorgen, dass diesen Beitrag 1200 Leute sehen, dann bezahlst du einmal, das machen wir inzwischen nicht mehr, bezahlst du, dann kriegst du dann halt irgendwelche Likes von Leuten, die noch nicht mal ein deutsches Facebook-Konto haben, weil die dann irgendwo in Abu Dhabi, Bangladesch, in China sitzen und das dann liken, weil in der Fabrik für Facebook, sage ich jetzt mal böse, da irgendjemand sitzt und die kriegen dann den Auftrag, an 350 Punkten pro Tag zu klicken. Ich hatte mal früher einen Facebook-Account, beziehungsweise ich habe den immer noch, weil ich den, weil ich dummerweise da einen Firmen-Account drauf gemacht habe. Den habe ich mittlerweile abgegeben, also das macht jemand anders mittlerweile. Aber früher, da hat sich halt auch jeder Eumel irgendwie bei mir immer angemeldet und ich hatte dann mal nach einer Zeit irgendwie, ich glaube, nur Fake-Accounts bei mir drin. Also da waren halt dann auch teilweise so Araber, wo ich mir halt auch gedacht habe, also die hatten so ganz merkwürdige Bilder und naja, da habe ich mir halt auch gedacht, also wenn da mal die NSA abhört oder mitguckt, dann wundert die sich auch, weil da waren also wirklich ganz merkwürdige Sachen drin und ich hatte da auch irgendwie keinen Bock mehr, weil du musst ja dann wirklich theoretisch auch jeden aussortieren oder gut, wenn du es einmal nicht machst und dann halt jeden annimmst, dann hast du halt einen kaputten Account. Also am besten nochmal löschen und nochmal neu machen. Ich weiß nur nicht, ob dann der Firmenaccount halt auch dann weggeht. Das wäre halt dann echt schlecht. Ja, ich nutze das ja eigentlich recht regelmäßig. Also ja auch da, wo ich noch beruflich tätig sein kann, dann halt eben auch beruflich. Also ja, gebe ich dir recht. Man muss da schon ein bisschen immer drüber schauen, wer da in der Gruppe oder wer halt eben dir da eine Anfrage schickt, da sind sehr, sehr viele Fake-Profile unterwegs. Aber ich finde es nach wie vor ein recht nützliches Tool. Also besonders vor allem, mir hat mal ein Freund gesagt, ich sollte mal, also vor Jahren, ich sollte mal dann den Facebook-Account also mal aufräumen, weil ich hatte da auch irgendwann so viele, keine Ahnung, also das waren halt irgendwie so halb bekleidete Frauen, wo ich dann halt alles irgendwie geändert habe, weil die haben gesagt, die sind halt aus Adenau, also aus dem Ort, wo ich wohne. Und ja. hab ich's gedacht dabei. Und naja, und aus der Pufffabrik, die bei euch direkt laufenweise Frauen produziert. Genau, und die halt irgendwie vorgegeben haben, die seien aus der Nachbarschaft. Und das Geile ist ja halt, dann gab es dann halt auch einige wirkliche Nachbarn, die hatten die dann auch geändert. Und so hat sich das halt dann glaubhaft dann rumgesprochen. Und irgendwie war dann halb Adenau nur noch mit Fake-Profilen dann übersät. Und das war halt ganz, ganz komisch. Und ja, und naja, auf jeden Fall hat mich das dann ziemlich genervt. Ich hatte früher mal ICQ, also das war auch ganz lustig, aber da waren dann halt auch irgendwie zu viele Leute, die genervt haben. Und also irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht, fand ich. Das ist jetzt bei Instagram. Also das, was früher bei Facebook passierte, passiert jetzt alles bei Instagram. Unser Firmenaccount kriegt dann pro Tag ein oder zwei Anfragen von irgendwelchen Frauennamen mit Zahlen dahinter.
und dann dauert das keine 5 Stunden, hat dich in einem Beitrag markiert und dann sollst du dann auf irgendeine Seite gehen, wo du dann, keine Ahnung, willige Frauen, die unbedingt nur mit dir jetzt gerade für sich vergnügen wollen, treffen und das ist natürlich alles grausig. Also das macht halt auch so ein System komplett kaputt. Das ist nicht real? Nein. Verdammt. Hallo, schöner Mann. Wenn ich das immer schon lese, denke ich, wie denken die denn, wenn die Männer, gibt es Männer, die auf sowas reagieren? Also, ja, stimmt. Aber das ist die URL. Aber das Beste war, ich habe dann meiner Frau den Zugang zu meinem Account damals gegeben und die sollte meinen Account mal aufräumen. Gute Idee. Ja, weil ich hatte da auch null Emotionen. Also ich hatte das einfach nur halt, normalerweise müsstest du wahrscheinlich ja jeden Kontakt prüfen und da hatte ich irgendwie damals auch keinen Bock und habe die einfach halt alle geedit. Dann hatte ich dann irgendwann mal 500 Kontakte und davon waren dann wahrscheinlich so 90% nur irgendwelche Fake-Accounts von Bots. Ja, also ich wie gesagt, ich muss das von Berufswegen her dann teilweise, muss ich die Profile checken, weil wir wollen natürlich nicht, dass irgendein weißer amerikanischer Widerstandskämpfer unsere Musik toll findet oder irgendwie unsere Videos teilt. Alles schon gehabt. Dann lief Widerstandskämpfer ist auch gut. Ja, ja. Widerstandskämpfer. Irgend so ein, ihr wisst, was ich meine, diese Aryan Nation, diese ja, White Aryan Resistance oder ja, genau. Teilweise auch halt eben Trump-Leute, die wir halt eben, die halt dann auch die Musik dann teilweise auch für ihre Beiträge halt eben dann benutzt haben. Da muss man halt eben dann schon drauf gucken. Also geht leider nicht anders. Aber interessanterweise, dass also Facebook sperrt dir diese Profile auch gar nicht. Doch, die werden, wenn du die meldest, die werden sofort gesperrt. Das geht recht schnell. Weil also ich hatte ja auch, ich möchte jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, aber ich hatte halt so arabische Bilder, wo dann der Koran auch noch zitiert wurde und die Leute waren auch in einer komischen Position, was halt nicht ganz geheuer war. Und ich weiß auch nicht, ob ich die damals so geedet hatte. Vorstandsvorsitzende? Nein. Komische Position. Komische Position, um irgendwie eine bestimmte Aktion auszuführen, die eventuell so Menschenleben kosten würde. Ja, das, ja, Komische ist, das Komische ist, das war vorher nicht so. Die waren scheinbar irgendwie mal anders und dann wurde das geändert. Ich denke mal aber auch, das ist zum Rekrutieren irgendwie, dass die halt versuchen, dann, da Leute zu rekrutieren irgendwie für Heiligen Krieg und sowas. Und ja, ich fand es halt nur lustig, eigentlich nicht, aber ich habe die dann halt auch dann gekickt, weil ich wusste auch gar nicht, dass man irgendwie in anderen Profilen rumschauen kann, wer da Mitglied ist oder. Ja, das geht aber auch nicht immer. Das geht nur, wenn derjenige es auch freigeschaltet hat. Also muss bei mir war es freigeschaltet und scheinbar da konnte dann jeder gucken, mit wem ich befreundet war. Was halt echt peinlich war. Dann deine Firewall, ne? Was hat die Firewall damit zu tun? Die schützt dich davor. Nein, ich bin nur verwundert, was ihr so für alle Probleme habt. Ich bin auch seit ewigen Zeiten bei ICQ gewesen. Klar, das hat irgendwann Überhand genommen mit den Werbungen, aber es gab da immer alternative Clients mit Blockern drin. Und seitdem ich zum Beispiel Pigeon benutzt hatte, nie wieder Probleme gehabt. Moment. Ende von ICQ auch. Das war was ganz anderes bei ICQ bei mir. Und zwar, ich hatte so viele Kontakte, reale Kontakte. Und die haben immer mich angesprochen. Dann ging es so, und haben sie gefragt, was machst du? Ja, und so Sachen. Also das waren ganz komische Fragen und das hat mich genervt. Also ich denke mal, dass die Leute auch damals zu jung waren. Ich hatte dann halt auch so Teenager auch noch drin in der Zeit. Und die haben halt wirklich dann ganz banale Sachen gefragt. So, ich habe gearbeitet, dann die haben einfach nur gestört. Und da hatte ich dann halt irgendwann keinen Bock mehr drauf. Dann werden sie geblockt und diese Geschichte ist gegessen. So einfach war das bei mir. Ganz simpel und einfach. Wer sie nicht benehmen kann, der fliegt raus. Ja, das war damals aber anders. Ich glaube, das hat man damals noch nicht so gemacht mit Kicken. Das hast du nicht so gemacht. Ich war lieb damals. Das ist ja nicht lieb. Das hat es mit lieb sein zu tun, dich ärgern zu lassen oder nerven zu lassen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es nie übers Herz gebracht, die Leute zu kicken. Das Kill-File ist in jedem Netzwerk und in jedem Client immer das Wichtigste, was ich am besten pflege. Das geht gar nicht anders. Aber konnte man das damals bei ICQ machen, die Leute kicken und so eine Bannliste oder stumm schalten? Mit dem richtigen Client auf jeden Fall, ja. In dem nativen, offiziellen Client nicht. Der hat ja auch von Werbung gelebt, aber in den Alternativen war später. Achso, ich hatte, nee, das war vor der Zeit. Damals gab es keine alternative Client. Das war jetzt so Ende der 90er. Da fing das ja an, so um die 2000er war ja dann die Hochzeit. Ich habe auch eine ganz, ganz frühe ICQ-Nummer. Da gab es aber auch immer schon alternative Clients. Ich such die mal gerade raus und nenne die mal, weil meine ist bestimmt noch kürzer. Warte. Warum nennst du die denn? Das geht schief.
Ja, die können sich mal alle bei mir adden bei ICQ, was ich eh nicht mal nutze. ICQ ist doch tot. Wer abgestellt, wollte ich gerade sagen. Erst haben es die Russen übernommen, dann lief es aber noch und dann haben sie irgendwann die Server immer so ständig aktualisiert, dass die inoffizielle Clients sich nicht mehr sauber verbinden konnten. Und dann dachte ich, wenn ihr es nicht mehr wollt, die Benutzer, dann ist gut. Und seitdem bin ich offline da. Okay, meine war achtstellig und vorne eine 1 dran. Also neunstellig. Nee, achtstellig. Also Moment, nein. Die erste Ziffer war eine 1 und die war achtstellig. Also ich sag's mal ganz schnell, häufig? Dass es keiner hört. 1421 6 3 2 3. Gut, so, wer kann das unterbieten? Ist jetzt in der Aufnahme drin. Jeder kennt deine ICQ-Nummer. Du kriegst jetzt ganz viele Anfragen, aber die siehst du ja nicht mehr. Bestimmt. Also wer bietet mehr? Vor allem das Geile ist ja, ich habe hier das Passwort aufgeschrieben. Okay, das werde ich jetzt nicht nennen, aber das ist also... Ich wollte gerade fragen. Warum nicht? Pagefall 2000. Nee, es ist noch einfacher. Also es 1, 2, 3, 4. Also ein sechsstelliges Passwort und... 5, 6. Ja, also... Ja gut, so blöd ist es jetzt nicht gewesen, aber das waren auch teilweise Passwörter, wo man noch gedacht hat, die Welt ist lieb und die Hacker sind weit weg und es gibt Geheimdienste und naja, das war noch eine tolle Welt in den Anfang der 2000er. Und es gibt Geheimdienste? Hä? Also in welcher Welt hast du dort gelebt? Also das war nicht meine Welt. Ingos Traum. In meiner Welt gab es da gerade Geheimdienste in der Zeit. Du warst in einer Blase. Man war damals irgendwie noch nicht ganz so... Naja, Mann, vorsichtig jetzt. Mann, oder ich war nicht. Zu allgemein. Ja. Ich war schon immer paranoid. Man hatte ja damals Jahren auch keinen guten Viruskiller. Es gab ja keinen guten Viruskiller für Windows, oder? Es gab ja Windows Defender noch nicht. Klar. War immer gut. Aber wie habt ihr damals eure Passwörter verschlüsselt? Auch so wie heute? Also mittlerweile nutze ich wirklich eigentlich nur noch 20-stellige Passwörter, wenn es erlaubt wird, mit Ziffern, mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung, alles durchgemixt. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, so dass ich mal vielleicht reprobiere? Moment, ich such's mal aus. Das war ein Witz, Ingo. Nein. Kennt ihr das beste Passwort der Welt? Alt-255-8-mal, meinst du? Alt-GR-255-8-mal, das fürs Leerzeichen in ASCII. 8 beliebige Zeichen und 8-mal Backspace. Nein, das sicherste Passwort der Welt. Warte mal, ich lese mal gerade vor. Ein großes M, kleines B, 2 Punkt, ein kleines R, 5, 0, ein großes H, F, minus O, also kleines O und kleines T. Das ist das sicherste Passwort der Welt. Deswegen benutzt das der Ingo bei jedem seiner Accounts. Genau. Try it now. Das war doch dann irgendwie so ein Meme oder so. Oder? Arabisch kann ich jetzt gerade nicht. Nee, kannst du denn nicht die Meldung mit dem sichersten Passwort der Welt, wo IT-Experten... Ich halte so eine Meldung für Blödsinn, die würde ich nicht weiterlesen. Ich habe den Postillion-Artikel mal im Chat gepostet. Ich kann euch eine geile Geschichte erzählen, dass ich bei dem Steuerberater meines Vaters mal zu Besuch war. Da war ich so 18 oder 19. Und der hatte, mein Vater hat ihn immer gar nicht so genannt, wie er eigentlich heißt, sondern der hat intern so einen anderen Namen einfach, der über die Jahre entstanden ist. Passiert ja häufig. Auf jeden Fall setzt er mich dann dahin und er sagt, ja, Robin, kannst du mal hier gucken? Kennst dich ja ein bisschen aus. Ich habe da ein Problem damit. Aber da kommt gleich ein Systempasswort, das muss ich dir aufschreiben. Ja, dann setze ich mich ran und dann kommt das Passwort und ich denke, na, probiere ich das mal aus, was ich mir denke, was er bestimmt gemacht hat. Ich wusste ja, in welchem Jahr er geboren ist und wie sein Spitzname ist. Und dann sitzt er da und, ja, wie bist du da reingekommen? Ich sagte, ja, ich weiß dein Passwort. Nein, niemand weiß mein Passwort. Und der war so fertig, dann hat mein Vater mich irgendwann abgeholt und wir sind wieder nach Hause gefahren und der hat ihn noch am Tag angerufen und gesagt, dein Sohn, da musst du irgendwas machen, der muss irgendwie zum Staatsschutz, der kann Passworte erraten. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber das mein Papa erzählt. Mein Papa hat sich total Schrott gelacht, weil er gesagt hat, was, das Passwort hat er genommen, Mann, ist der blöd, das kann ja gar nicht sein. Das hat aber unser Informatiklehrer auch gebracht. Weißt, da haben wir dann einfach geraten, das war der Vorname seiner Tochter, weil er ständig von seiner Tochter geredet hat. Und das ist so verbrannt, das hat er auch nie rausgekriegt, dass wir das wussten. Ja, ich habe es ja schon öfters erzählt. Mein Vater war ja früher bei beim großen gelben Posthörnchen, aber jetzt halt nicht bei der Brief- oder Paketzustellung, sondern halt eben in der, im Telekommunikationsbereich. Und ich hatte schon sehr früh einen DATXP-Zugang und den hatte ich auch nur, weil das DATXP-Modem bei meinem Vaterbüro umgedreht habe und da stand unten drunter Benutzer, Passwort, schön handschriftlich auf einem Klebezettel. Und ich war ja auch nicht dumm, weil ich wusste, wenn ich das mit demselben Account öfters mal mache, wäre das vielleicht nicht so schlau. Also bin ich einfach mal dann
durch die Büros gestiefelt, wo habe ich, da stand ja neben dem Büro damals halt ein Rechnersystem, was ein eigenes Modem hat, und es stand unter jedem Modem schön aufgeschrieben drunter. Ja, und da ist dann klein Daniel mit dem Notizblock durch, hat sich da 4, 5 DATXP-Zugänge aufgeschrieben und hatte dann schön zu Hause DATXP bzw. Internet umsonst. Ja, wenn ihr mal was zum Lachen haben wollt, ich habe gerade im Chat einen Link gepostet. Das ist zwar ein Wikipedia-Artikel, da ist das aber nur zusammengefasst worden. Das sind zusammengefasste Informationen aus Datenlecks, wo dann irgendwo Daten abgegriffen wurden und die Passwörter dann bekannt wurden. Das sind die 25 am häufigsten genutzten Passwörter pro Jahr. Wenn ihr die seht, dann wundert ihr euch nicht mehr, warum Accounts gehackt werden. Diese 25 Passwörter sind ungefähr für 10% des Gesamtvolumens an Passwörtern, wenn die benutzt. 2018, Nummer 23, Donald. Guckt euch mal Platz 1 an über die Jahre. Klassiker. Mhm. Aber das hier, das finde ich interessant hier, das 1Q2W3E4R. Weil das sind so Leute, die halt besonders schlau sein wollen. Ich kenne ja jemanden, der das Passwort benutzt hat. Nein. Echt? Ja. Ich sehe solche Passwörter so oft, täglich quasi, auf allen möglichen Kundensystemen, auf denen ich mich verbinde. Das ist immer so übel. Warum siehst du die Passwörter? Das frage ich mich. Das ist das Erste, was mir hinkommt. Ja, weil uns A, die Kunden die Passwörter mitteilen, damit wir uns auf die Systeme verbinden, beziehungsweise weil wir teilweise bei manchen Systemen, zum Beispiel bei so einem Plex-System, kannst du die ganzen E-Mail-Passwörter auslesen, wenn du Root-Zugriff hast. Hochsicher, ja. Ja, du bist Root, du hast jeglichen Zugriff auf alles. Was denn gehört, System. Das hast du nur irgendwo im Klartext gespeichert. Aber ich weiß selbst, dass es Applikationen gibt, auch VMware mit ihrer Appliance, da stehen Passwörter auch in Klartext in Konfigurationsdateien. Kann ja mal auch ganz praktisch sein. Genau. Die Wahrscheinlichkeiten, dass es dir hilft, sind häufiger als die Wahrscheinlichkeiten, wo es dir schadet. Also das Passwort von meinem Mister steht nicht drin. Was ist denn drin? Vielleicht steht es in Platz 50 oder also so. Also das ist einfach nur, nee, das ist einfach nur 1. Root und 1. Groß oder klein geschrieben? Die 1? Die ist ja. Root ist klein. Also das ist jetzt das Standardpasswort. Ja, das ist ja auch nur im LAN. Das ist ja nicht im, ist ja nur im genau. Intranet. Ja. Ist ja auch, glaube ich, das vorgegebene Passwort. Ich habe jetzt auch, also auf so Intranet-Testumgebung und sowas, da habe ich auch dann Demo und da warnt mich jedes Mal Chrome, ich sollte mein Passwort ändern, das wurde gehackt. Ja, denke ich mal halt auch mal, ja, schön. Oder gebt ihr jetzt irgendwie eine Demo-Applikation, was bei euch im Intranet läuft, wo ihr euch dann immer mal zum Test einloggen müsst, komplizierte Passwörter? In der Regel schon, ja. Weil ich nur mit der Zwischenablage arbeite oder mit KeePass, dass das dann überträgt. Ich weiß kein einziges Passwort auswendig. Ich sehe die auch. Also jetzt normalerweise richtige Passwörter, ja, die ich jetzt auch nutze, die kenne ich auch nicht. Das einzige Passwort, was ich kenne, ist das für mein Passwort-Safe, ja. Ja gut, das sollte man kennen. Und das für meine Windows-Anmeldung, genau. Die zwei kenne ich auswendig. Ich habe... Für den traurigen Falle meines Ablebens habe ich wirklich diesen Zettel im Umschlag, im Safe, und ich ändere meine Passwörter aber auch mindestens alle 6 Monate. Aber das habe ich mir angewöhnt, weil ich den Fall mal im Bekanntenkreis hatte, dass da jemand dann halt auch durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist, und dann sind die Leute an nichts mehr rangekommen, und seitdem habe ich einen Umschlag bei uns im Safe liegen, wo halt eben wirklich alle meine Passwörter ausgedruckt draufstehen. Die sind zwar auch dann länger, die wüsste ich jetzt auch aus dem Kopf nicht, aber... Sollte man vielleicht nicht ganz vergessen, dass da eventuell auch mal Leute ran müssen, die da gar nicht raufkommen könnten. Ja, das ist wichtig. Also das, was eigentlich auch nicht ganz unclever ist, mal die Passwörter halt im Klartext irgendwo mal ausgedruckt zu haben und dann im Safe liegen zu haben. Ja, das ist ja bei mir der Fall. Also ich habe die dann, ich nutze halt eben auch, da gibt es ja halt die diversen Programme, um sich da lange Passwörter auszudenken, und dann nehme ich diese Passwörter immer ganz, ganz klassisch. Man kann sie ja auch im Klartext ja anzeigen lassen, Copy-Paste. Und dann schmeiße ich die ins Notepad rein, und dann wird da so eine DIN-A4-Seite ausgedruckt, und dann wandert das in einen Umschlag. Speicherst du es auf dem Desktop mit dem Namen Passwörter? Ja, passwort.doc. Das habe ich bei einer Kunde nämlich gehabt. Die hatte dann alle Passwörter als Textdatei auf dem Desktop. Und da habe ich gesagt, also das ist wirklich... Naja, das ist wie die PIN-Nummer auf die EC-Karte hinten draufschreiben, ne? Genau, ja, ist auch sehr gern genommen. Wird auch gerne gemacht, immer noch. Nee, aber wie gesagt, dass man
auch Leuten, die nicht so technikaffin sind, irgendwie dann doch noch die Möglichkeit gibt, auf irgendwelche Sachen zugreifen zu können, das sollte man sich ernsthafterweise wirklich dann auch mal durch den Kopf gehen lassen. Das kann unter Umständen für die Leute dann einiges leichter machen. Ich finde es unglaublich, wie sich in den letzten Folgen von unserem Stammtisch die Themen doch von Unterhaltung und unsere Jugend, die wir uns wiederholen, hingeht zu, was wir im Leben noch sonst so machen müssten. Das ist sehr spannend. Habt ihr eigentlich auch den Fall, dass eure Familie immer zu euch zurückkommt, wenn die ein Passwort sucht? Weil irgendwie, also meine Eltern kriegen es nicht auf die Reihe, ihre Passwörter selbst irgendwo aufzuschreiben. Die rufen mich dann immer an, ja, wie ist denn mein Passwort? Ja, und es nervt irgendwie. Da bin ich mittlerweile rigoros und ganz hart. Wenn die es nicht wissen, dann sind sie selber schuld. Und sie müssen sich einen neuen Account erstellen und sich selbst drum kümmern. Weil nur so, dachte ich, lernen sie es. Aber bis jetzt hat es nur wenig gebracht. Aber immerhin, ihre neuen Handys haben sie selbst eingerichtet bekommen, deshalb. Ich kenne deren Passwörter schlicht nicht. Das würde nichts bringen, wenn die mich anrufen. Das ist auch eine gute Methodik, sich einfach da komplett rausnehmen. Ich muss für meine Mutter immer alles einrichten. Ja, das ist ein anderes Problem. Das ganze Windows-Problem kommen sie trotzdem zu mir, aber Passwörter weiß ich jetzt nicht. Also mit Windows-Problem Bedienung ist ja auch okay, aber Passwörter, Benutzer Namen und Passwort merken, finde ich, kann man jedem noch zutrauen, wenn er nicht an Demenz leidet. Klar, ne? Aber das sollte für jeden möglich sein, weil ne, quasi eine EC-Karte mit einem PIN ist jetzt nicht großartig anders, außer dass ich keinen Benutzernamen habe, wobei der oft die E-Mail-Adresse ist. Das heißt, Benutzername sollte fast überall identisch sein. Ja, ich habe da nicht so viele Leute und da habe ich dann schon den Daumen drauf. Also ich kenne jetzt zwar deren Passwörter auch nicht aus dem Kopf, aber ich habe die mal für die eingerichtet. Und wenn sie dann halt Fragen haben, dann könnte ich da jetzt auch rangehen. Aber zur Not fahre ich dahin, das ist bei mir mehr oder weniger um die Ecke. Und ich mache es halt eben auch nur für meinen eigenen Vater und für meine Schwiegereltern. Ansonsten bei anderen Leuten, besonders im privaten Umfeld, da habe ich früher auch viel. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch, mein Computer geht nicht, könnt ihr mal gucken. Sage ich bei ganz vielen Leuten heutzutage, nö, kümmere dich mal selber drum. Das machen die heute. Ich habe natürlich von meiner Mutter und von meinem Vater die Freunde, die früher halt die genauso halt Freunde meiner Eltern waren, aber damals halt in den 40ern und den 30ern und jetzt sagen, oh toll, dein Sohn kann das und die mich dann auch immer nochmal locken und die geben mir dann, ah ja, Robin, das ist toll, dass du mir helfen konntest und drücken mir dann 5 Euro in die Hand, wo ich denke, ah ja, ich war jetzt eine Stunde bei dir und dafür drückst du mir 5 Euro in die Hand. Ich glaube, dann kann man das auch sein lassen. Das ist so, wir sind nicht mehr 1995. So mit 5 Mark hätte ich mich damals wahrscheinlich, hätte ich gesagt, oh toll, 5 Mark. Aber inzwischen verdiene ich Geld und da ist eine Stunde mit 5 Euro ein bisschen schwach. Da könnte man auch irgendwie sagen, hier hast du ein 20 oder so für einen Sprit und freu dich. Aber das ist so, da vergeht einem auch jegliche Lust, das dann auch noch zu machen. Entweder sagt man dann hier, meine Frau hat keine Ahnung, Kuchen gebacken und hier hast du die Hälfte. Das fände ich dann in Ordnung. Aber so mit so Klötersummen anfangen, auch wenn die Leute, wo ich ja weiß, dass die Leute Geld haben. Also ich meine jetzt nicht bei Leuten, die sozial ein bisschen schlecht dastehen, sondern einfach Leute, wo du weißt, dass die ein teures Auto fahren und die auch mal immer den neuesten Fernseher und dann 5 Euro, da denke ich, das ist ein bisschen frech. Nee, also alles, was außerhalb der Familie ist, da sage ich, dann kümmere dich selber drum. Du weißt, wo du Sachen findest im Netz. Da halte ich mich mittlerweile komplett raus, weil man, ihr kennt das ja auch, dann macht man da irgendwas und dann will man halt nett sein und dann ja, fangen die halt an zu nerven, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ja, vor allem, man ist dann schuld, wenn dann irgendwas nicht geht. Ich habe dann regelmäßig auch noch, das ist zum Glück, habe ich diverse Sachen auch schon abgebrochen, habe ich halt meiner Mutter gesagt, tut mir leid für den Bekannten, das mache ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr. Dann, wenn du halt irgendwo abends da sitzt und um 23.30 Uhr klingelt dein Handy, weil der Bekannte von deiner Mutter sagt, du Robin, mir ist gerade hier das System abgestürzt, ich muss da ganz dringend jetzt rein, kannst du mir jetzt mal kurz helfen? Und wenn dann schon anfängt, hast du den Computer schon mal neu gestartet? Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie geht denn das mit dem Neustarten hier? Ja, wo du denkst, jetzt müssen wir wieder beim Kleinsten, müssen wir wieder bei A anfangen und da bin ich einfach da fühlt man sich so sozial verpflichtet und der Kopf sagt, aber nein, niemand würde ihnen so helfen, wie du das jetzt tust, also lass es, macht keinen Sinn. Das ist echt schwierig, also da scheitere ich manchmal dran. Da weiß ich auch noch was. Hallo übrigens, genau. Hallo Manfred. Hallo. Es war nämlich so, ich habe auch mal öfter bei jemandem geholfen gehabt und ich hatte Geld gekriegt in so einem PC. Bloß dann, da war ich eine Zeit am Telefon nicht erreichbar.
dann würden gleich Ansprüche gestellt, warum ich nicht erreichbar bin, was es soll. Ja, so geht, so wird es. Das ist scheußlich, ja. Mhm. Du hast doch ja 24/7 Support zu leisten. Eben, du bist doch da. Nein, was ich noch kenne, ich habe da nur ein kleines Problem X, dann bist du aber dann 4 Stunden da, weil aus Problem X wurde Y, wurde A, B, C, D, E und F. Und klein A und B und C auch noch. Na gut, aber ich war nicht da. Ich sag mal, ich habe meine Familienzeit quasi, ich habe meinen Vater vom Krankenhaus abgeholt und da habe ich das Handy ausgeschalten, weil Familienzeit. Ja, ist doch alles gut, genau. Uns brauchst du das nicht erklären. Also uns brauchst du nicht zu sagen, warum du es gemacht hast, weil das ist ganz normal. Man wundert sich halt über Leute. Manchmal schon, ja. Oh, und es ja. Wird nicht weniger. Oder ich habe mal jemanden am PC eingerichtet, der war, wie gesagt, wirklich komplett zu mit Adware und so weiter. Habe ja alles aber eingerichtet. Und dann hat mein Kumpel gefragt, nach 2 Monaten, ob er den PC schon hergenommen hat. Sagt er, nee, es hat es eingerichtet, das steht da rum und ich habe nicht mehr eingeschalten. Super. Sei froh, sonst hättest du jeden Tag eine Frage gehabt. Ja, da kommt schon mit Fragen. Ich habe es ihm schon ein paar Mal erklärt, er muss endlich mal selber lernen, seinen PC in den Griff zu kriegen. Und jetzt fragt er schon wieder, ob ich werde diesmal nicht mehr. Ja, zumindest so grundlegende Sachen. Wo ich mich ja immer drüber beömmeln ist noch nett ausgedrückt, über Fehlermeldungen. Auch von meinem Vater. Die letzte Sache von ihm war, die Tastatur ging nicht. Ich sage, ja, okay. Klingt jetzt nicht nach einem großen Problem, ne? Ja, der lange Rede, kurzer Sinn, da war eine HDD so kaputt schon, dass die sogar verhindert hat, dass das BIOS sich gemeldet hat. Das heißt, nicht nur die Tastatur ging nicht, sondern es kam kein Piep, es kam kein Bild, es kam gar nichts mehr. Ich musste eine HDD erstmal komplett vom SATA-Bus abklemmen, wofür überhaupt das BIOS überhaupt wieder sichtbar wurde. Habe ich auch noch nicht erlebt, wusste gar nicht, dass das so geht. Das geht tatsächlich und deswegen frage ich als erste Frage, was für ein Bild siehst du denn, bis wohin geht das denn? Ist das dieses rudimentäre am Anfang, wo du nur ein Symbol siehst und da bewegt sich das? Oder siehst du schon, Windows wird gestartet und dann kommen die Leute meistens dann erst aus dem Pötten raus und sagen dann hier, das Ganze, ja, nee, das ist jetzt in so einem blauen Menü und dann gehst du einen Balken und der sagt dann, es wird versucht, ihr PC zu reparieren. Dann sage ich, na gut, aber du hast doch eine Datensicherung. Ich habe das mal gemacht vor ein paar Jahren, wie gesagt, ja, aber die Festplatte ist wahrscheinlich kaputt. Ja, da kann ich dir telefonisch gar nicht helfen, musst du vorbeibringen. Du sitzt dann da und predigst ein Leben lang, wenn du da bist, denk dran, sichere deine Daten ab, USB-Stick wenigstens, USB ist aber auch nicht sicher, stell dir vor, das Ding geht dir kaputt und dein Computer gleichzeitig alles Mögliche schon gehabt. Ja, ich weiß aber nicht, und dann sitzen sie dann da mit Bibbern neben dir, weil sie alle ihre Daten auf dieser Scheißkiste haben, aber noch nie eine Datensicherung gemacht haben. Das ist dann Lernen durch Schmerzen, aber es geht dann nicht anders. Ja, ist genau. Es ist so, genau. So war es bei den Zaubern kann man ja auch nicht. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Die berühmte Datensicherung von der einzigen Festplatte im System, die in 2 Partitionen hat, die Datensicherung von C, die man auf D macht. Wer hatte es nicht? Ja, das ist die Sicherung. Oder die Leute, das ist schon mal besser als nichts. Nicht gut, aber schon besser als nichts. Je nach Fehler hilft das, genau. Ich hatte aber früher auf dem Amiga, da hatte ich ein Backup-Programm, das hieß AmyBack und da hat man halt die ganze Festplatte auf Diskette gebackupt und das war eigentlich auch eine ziemlich doofe Methode. Nein, wieso? Naja, weil meistens waren 1-2 Disketten dann kaputt. Das hängt davon ab, wie... Hatte ich nie Probleme mit. Es war sehr unhandlich, das war es auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, ich habe es auch nie gebraucht, aber also im Nachhinein war das ja schon ziemlich abenteuerlich. Und trotz Verify, also wenn das dann mal irgendwie ein halbes Jahr irgendwo liegt, also würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, dass alles integer ist. Gar kein Problem. Nie Probleme mit gehabt. Hast du es gebraucht? Wenn du nur eine Sicherung hast, hast du immer Probleme. Also potenziell das Problem, dass es nicht lesbar sein könnte. Ob ich so komplett mal gebraucht habe, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Vor allem, weil ich später dann, weil es einfach nicht mehr anders ging, ich hatte 30, 40 Disketten als Datensicherung, mir dann so ein JES-Laufwerk geleistet habe, wo 1 Gigabyte drauf ging. Und das waren dann meine Medien für die Datensicherung hauptsächlich. Da habe ich das gespeichert. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr AmyBack, jetzt eine Diskette kaputt war, ob man dann das andere retten konnte, ob das jetzt halt irgendwie... Garantiert. Also, wäre ich mir nicht sicher. Natürlich trotzdem was, wenn du das Betriebssystem wäre ich mir jetzt nicht sicher im Nachhinein oder wahrscheinlich, dass nur halt das Backup bis zur Diskette wiederherstellbar dann ist oder so, weil, ja gut, das will ich jetzt auch gar nicht mehr testen oder so, aber ich glaube nicht, dass die so doll mitgedacht hatten damals. Mein erstes Backup-System war ein QI C80-Bandlaufwerk. Das habe ich auch noch. Luxus. Das ja, eine Mailbox, auch, ja, als Mailbox-Betreiber musstest du sowas haben. Das ging gar nicht anders. Ich könnte sogar noch anschließen. Echt, du hast das Ding noch? Ja, ich habe das noch. Das war, glaube ich,
weiß gar nicht, wo es ist. Also ich hab's. Doch, ich hab's noch, ja. Müssen wir nachschauen, welche Marke. Tandberg. Jo. Nicht unbedingt, das war dann das Problem, wie ich das damals gekauft habe. Es gab im Markt zwei verschiedene Marken und der beide nicht funktioniert. Und dann eine Marke aus dem Geschäft, die ging dann. Das war jetzt ein bisschen komisch. Weil der Anschluss war doch das Parallelkabel. Genau. Floppy Port war das. Und da gab es noch so einen Adapter dazu, glaube ich. Nee, der Adapter war dafür da, dass den, wenn du an deinem Floppy-Kabel einmal den die 3,5 Zoll hattest und dann die 5,25 Viertel, dass du vom 5,25 Viertel von dieser Stiftleiste wieder auf das Format, andersrum, weil der Anschluss war bei den Tape-Laufwerken immer dieses aus der Platine rausgestanzte und hatte keine Pins. Und deswegen musstest du von dem Gestanzten zu den Pins, falls dein Floppy-Kabel das nicht konnte. Aber ich könnte Backups immer noch zurücklesen. Also ich muss mal schauen, was ich da alles drauf finde. Ich habe vor kurzem meine erste gebrannte CD gefunden, wo ich damals meine Absicherung gemacht hatte von, was war da drauf? Schularbeiten. Ja, muss schon Schularbeiten gewesen sein. Irgendwelche Sachen für eine Oberstufe, was ich gemacht hatte. So ein Video, was ich mal geschnitten hatte. Und die CD ist mir vor kurzem wieder vor die Flinte gekommen und sie funktioniert noch. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Die alten Rohlinge, die richtig teuren. Ja, wo die Oberfläche nämlich nicht so schlecht verklebt sind, wie das dann die nächste Generation von, wie hießen die denn noch? Primion, die Billig-Rohlinge bei Mediamarkt, die es dann irgendwann gab. Auch ohne Aufdruck. Die hatten noch gar keine Beschriftung. Da war einfach nur Gold auf der Rückseite. Ja, mein allererster Rohling, habe ich, glaube ich, auch mal erzählt. Das ist eine DOS-Spielesammlung auf einem HP-Rohling. Für den habe ich damals auch 50 Mark bezahlt. Das war so eine Kopiergebühr irgendwie. Egal. Der läuft auch noch. Einwandfrei. Total geil. Rohlinge waren teurer damals, ne? Also 50 Mark. Wahrscheinlich 40 Mark für den Rohling, der Rest Arbeitsgebühr, genau. Das war auch so, das war so eine komische Firma mit so einer, wie hieß die Nummer? PLK? Kennt ihr es noch? PLK? PLK-Adressen? Postlagerkarte? Das waren die Anfänge in den, damals schon bei ASM, Happy Computer und Powerplay, wo du halt eben Hauptkopien kaufen konntest. Hast du eine Postkarte an eine PLK-Adresse geschickt? Eine PLK-Adresse konnte sich jeder irgendwie holen damals bei der Post. Das war halt ein Postfach, halt eben anonym. Und da hast du dann halt meistens dann irgendwie Geld hingeschickt. Dann hast du irgendwie Raubkopien zurückbekommen. Sicherungskopien. Verjährt Raubkopien. Weil das Original gab es bestimmt irgendwo. Von irgendwo musstest du ja die Sicherungskopie ziehen. Ach so, eine dezentrale Sicherungskopie. Ja, wegen Brandschutz und so. Das ist total geniales Prinzip. Also sicherer geht's gar nicht. Das war die Zeiten, wo ich bei uns im Spieleverkauf bei Comillusion damals den Leuten immer erklärt habe, dass das Kopieren der PlayStation-CDs nicht erlaubt ist. Wo sie immer gesagt haben, ja, eine Sicherungskopie ist erlaubt. Ja, aber du musst im selben Raum auch das Original haben. Nee, das steht nirgendwo. Ich kann alles absichern. Und da habe ich gesagt, zweites Problem, CD-Rolling ist nicht sicherer als das ursprüngliche Medium. Und drittes Problem, das ist natürlich komplett strafbar. Wie strafbar? Willst du mich jetzt verknacken oder so? Und da haben wir nach und nach auch aufgehört mit PlayStation-Kunden. Also wir haben es immer kleiner gemacht, weil wir diese Gespräche regelmäßig führen mussten. Hattet ihr schon ein Tonband für? Ja, ich war ein lebendiges Tonband. Ja, aber Deutsche lieben irgendwie Gesetze und die richten sich dann immer ganz streng danach. Keine Frage. Dafür sind die auch da. Das hat sich in den letzten Monaten aber verändert. Ja, sagen wir mal so, aber ich muss halt den Kopf schütteln, wenn die Leute sagen, ja gut, mit 10 Leuten darf man sich ja treffen und so. Also das ist halt auch dann, naja. Genau. Das ist schön, wenn man sich mit Leuten aus unterschiedlichen Landkreisen trifft. Dann weiß man gar nicht mehr, was passt. Ja, als Beispiel. Wenn ich 20 Kilometer um mich rum, habe ich quasi zwei weitere Landkreise. Ich weiß nicht, welche Regelungen da gerade gelten. Furchtbar. Und in zwei Jahren lachen wir über den ganzen Quatsch und denken, was für ein... Bitte, Irre. bitte lachen wir dann darüber. Ja, ich habe auch gerade einer Freundin geschrieben, die in der Veranstaltungsbranche arbeitet. Und die habe ich schon seit einem Dreivierteljahr deswegen nicht mehr gesehen. Die hat man früher alle paar Monate mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ich gar nichts mehr kriegt man von den Leuten mit. Das ist auch so, gut, dann Danny wird das genauso wissen, dass du diese Leute plötzlich alle nicht mehr siehst, die du regelmäßig triffst normalerweise. Das ist so desozialisieren in seiner schlimmsten Form. Das ist so wie, du bist krank und liegst ein Dreivierteljahr im Krankenhaus und so fühlt man sich manchmal.
Ja, also uns hat es wirklich ganz hart getroffen. Also kann man auch nicht oft genug irgendwie erwähnen. Übrigens, ich hatte es ja mal erwähnt, mein Ausflug in die IT bleibt mir verwehrt. Also ich bin wieder da, wo ich vorher war. Oh. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das Schlimmste. IT kann ganz schön auf die Nerven gehen. Aber ich hätte wieder was zu tun. Das stimmt natürlich. In der Situation bestimmt, ja. Jetzt muss ich doch einen Gronkh machen und ab morgen Cyberpunk 2077 streamen. Aber habt ihr jetzt gesehen, dass der Kaya Jana, der ist ja jetzt ganz dick im Geschäft, ne? Der macht nichts anderes mehr als streamen. Der hat sich irgendwann mal von irgendeinem Heini einen großen PC bauen lassen und der sitzt da jetzt und macht nichts, den Tag über nichts anderes mehr als Computerspiele zu spielen. Hab ich gar nichts von mitbekommen. Gestern dreimal gucken müssen bei Twitch, ob er das wirklich ist. Und ja, er war es. Ja. Der hat dann irgendwie auch mehrere tausend Zuschauer dabei, ne? Ja, der wird ja auch seine paar tausend Euro da jeden Monat rausziehen, wenn er so viele Zuschauer hat in Deutschland. Tja, hätte man auch nicht mal denken können, dass man aus dem Stubenhocker Geld machen kann. Ja, wie lange? Und in 3 Jahren sieht das die Welt wieder komplett anders aus. Die ganzen, ich sag jetzt mal ein bisschen verblendeten Kinder, die dann denken, die können damit in 3 Jahren oder 2 Jahren ganz groß Geld mitmachen, das ist, glaube ich, auch arg schwierig. Das ist kein Geschäftsmodell für die Zukunft, weil dann Twitch braucht ja nur irgendwas ändern. Und schon sehen die Zeiten ganz anders aus. Bei YouTube war es ja früher auch mal besser. Ich frage mich sowieso. Twitch muss was ändern. Es müssen nur neue Gesetze rauskommen, wo Twitch dann gezwungen wird, irgendwie auf die Musik zu achten. Ne? Das Thema ist ja jetzt gerade auch aktuell. Oder dass zum Beispiel die Hersteller von Spielen irgendwie an den Streams partizipiert werden, dass sie Geld dafür bekommen. Nintendo. Weil, bitte? Nintendo. Ich finde es eigentlich auch nicht ganz fair, dass halt Leute sich daran bereichern, nur weil sie halt dann irgendwie ein Spiel streamen. Weil es ist ja auch irgendwo ein gewisses Werk, wo man halt auch dann eigentlich kaufen muss, also wo es ein Urheberrecht gibt. Und wenn man das dann halt der Allgemeinheit in einem Stream zur Verfügung stellt, finde ich nicht okay. Auch wenn dann halt noch vielleicht ein bisschen was wertgeschöpft wird. Aber es kommt halt auch drauf an, ne? Wie viel Werbung ist das für den Publisher, für den Entwickler? Vielleicht sieht er da auch seine Vorteile nach dem Motto, ach guck mal, der hat so und so viele Follower, wir sehen schon an unseren Zahlen, die Spiele, die er streamt, die verkaufen sich viel besser. Vielleicht kann man da irgendwelche Analogien ziehen und dann, dass der Entwickler wirklich sagt, ja, klar, unterstützen wir sogar auch noch. Ich sehe es aber als eine neue Form von Raubkopieren eigentlich. Nee, das ist eher kostenlose Werbung. Das ist genau wie für uns Musiker, wenn unsere Songs auf Spotify viel gespielt werden, wir dafür aber gar kein Endeffekt dann nur ein paar hundert Euro bekommen. Aber wir sind halt eben in aller Munde. Wir sind halt eben dann bekannt. Das ist schon. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die Streams konsumieren, kaufen sich die Spiele nicht. Genau, das sehe ich als größtes Problem. Das habe ich auch nie begriffen. Ja. Gerade bei solchen AAA-Titeln, bei Cyberpunk, gut, das hat jetzt über 1 Million Verkauf, ist ja in Ordnung, aber vielleicht wären es 200.000 mehr gewesen, wenn nicht die Leute einen Tag vorher schon irgendwelche Videostreams davon gezeigt hätten. Ich finde, das kann auch gefährlich sein. Gerade jetzt beim Start. So interaktiven Filmen, sowas, da ist das halt so, wie David Cage-Spiele, finde ich das halt auch ziemlich nutzlos. Ja. Ja gut, aber wenn die Firmen tatsächlich etwas dagegen hätten, hätten sie ja mehr als genug Möglichkeiten, jetzt schon im Urheberrecht, um etwas dagegen zu tun. Also wenn sie das wirklich verhindern wollen würden oder verhindert haben wollen würden, würden sie es halt wegstriken. Aber ist das nicht eine ähnliche Argumentation wie vielleicht auch mit Raubkopien damals? Also ich weiß nicht. Also gut, es gibt vielleicht Firmen, die erlauben das oder finden es okay oder tolerieren es. Aber zum Beispiel Nintendo geht ja auch dann da relativ dagegen vor. Ich meine, der große Gegenteil zu Raubkopien ist, Raubkopien war eine geheime Szene, die irgendwo etwas im Verborgenen getan haben. Twitch, also öffentlicher als Twitch geht ja schon fast gar nicht mehr. Also, ich meine, oder YouTube oder sowas. Also, das ist halt vor allem, das ist ja auch super durchsuchbar und Zeugs und die haben ja auch die entsprechend ganzen, da sind ja auch die ganzen Filtermethoden und Sachen und alles Mögliche ja schon implementiert. Also, da haben die ganzen ja auch alle schon Zugriff drauf und sowas. Also, die Firmen und so, also das Rechteinhaber. Also, wie gesagt, das ist halt, sehe ich schon halt schon komplett anders. Also, Ja, da wird auch wirklich extrem drauf geachtet. Wie gesagt, ich kenne das wieder aus der Musikbranche. Wenn wir auf YouTube ein neues Lied posten, was da noch nicht durch die Instanzen gegangen ist, dass das Lied uns gehört, dann wird das Video erstmal geblockt. Das haben wir jetzt mit unserem neuen Video, was heute rausgekommen ist, auch wieder gehabt. Ich musste dann wieder da
Mail schreiben und dann auch nochmal nochmal auf die deutsche GEMA verweisen, dass das Lied auch wirklich uns gehört, und dann wurde es freigeschaltet. Ganz so einfach ist es nicht mehr. Und heutzutage gibt es ja auch wirklich unheimlich viele Automationen, ne? Dass halt eben da, dann ist es vielleicht erstmal legitim, dass es halt gestreamt wird, und dann wird es aber dann nach einiger Zeit geblockt. Und bei Twitch ist das jetzt nicht ganz so, klar, da greift das nicht ganz so, das hat man ja auch an anderen Geschichten gesehen, die über Twitch live ins Internet übertragen worden sind, die nicht hätten übertragen werden dürfen. Klar, das ist dann vielleicht so eine kleine Lücke, aber da wird mittlerweile dann doch schon extrem drauf geachtet. Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches, frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab $1 bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.